Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit dem Eximut meiner Wenigkeit und dem Spiel The Hunter Primal. So, wir hatten in den letzten Folgen ein bisschen Probleme hier mit dem Rex, der uns getötet hat, dann Kratzer und Uta, der mich getötet hat. Ja, so ist das halt. Mittlerweile ist meine ganze Ausrüstung wieder zusammen. Alle Waffen geladen und der Rex ist leider nicht mehr hier, wo ich gestorben bin. Aber wir werden mal die Spur einscannen. Die haben wir hier vorne. Dann werde ich mal sehen. Okay, er hat noch 18 bis 34% Lebensenergie. Was ein bisschen viel ist, bin ich der Meinung. Denn der hat doch ziemlich arg Schaden abbekommen. Das ist halt nur die Frage, wo ist der T-Rex? Ich versuche hier mal der Spur zu folgen, sofern das möglich ist. Aber das sieht schon wieder schwierig aus. Weil hier keine Folgenspur sind. Könnte hier überall sein im Wald. Vielleicht finden wir ihn, vielleicht finden wir ihn nicht. Ich weiß es nicht. Werden wir mal sehen. Tja, das ist halt das Problem auch mit den Spuren im Spiel. Man findet halt teilweise einfach die Spuren nicht. A, weil sie einfach aufhören. Oder B, weil man sie nicht sieht, weil man leider nicht genau in der Nähe ist. Denn man sieht sie leider nur in einem gewissen Umkreis aufleuchten am Boden. Wenn man da nicht langläuft, dann sieht man sie nicht. Aber gut. Ich nehme mal die Kiste hinten mit. Vielleicht zeigt der T-Rex sich ja nochmal netterweise. Wäre schon wieder blöd, wenn man den jetzt hier nicht einscannen könnte. Weil der eigentlich ist ja schon halb tot. Nee, das lassen wir mal ruhig da. Brauche ich nicht. Ist auch nichts zu hören hier leider. Dass man immerhin einen Einheitspunkt hätte, wo er ist. Die letzte Spur, die ich eingescannt habe, die zeigt zwar hier in die Richtung, aber irgendwie ist er hier nicht. Okay, das ist ein Velo. Den wollten wir aber nicht haben, wir wollen T-Rex. Er ist ein bisschen größer als der kleine Velo. Naja, ich gehe mal rüber zur Basis. Bei Bushwalk Meadows und guck mal, ob der da irgendwie rumhängt. Weil irgendwo müsste der ja hier in der Nähe sein. Oder er ist halt im Sumpf irgendwo nachgelaufen. Das kann natürlich auch sein. Wir werden es sehen. Vielleicht finde ich den, vielleicht finde ich auch einen neuen T-Rex. Das kann auch sein. Weit und breit nichts zu hören hier. Ein bisschen schade, muss ich sagen, weil in den meisten Fällen bleiben die T-Rex nämlich in der Gegend. Dass man immerhin noch die Möglichkeit hat, sich an den zu rächen. Aber wir waren ja nur eine Weile weg hier. In der Zeit ist er natürlich doch dann weitergelaufen. Kann man halt nicht ändern. Vielleicht laufen wir ihm über den Weg, wer weiß. Ich laufe hier einfach mal ein bisschen im Quadrat hier drin herum. Ich hoffe nur, den irgendwo abzufangen, aber...
T-Rex-Ei haben wir hier. Okay, immerhin eine Einheitsspur. Ich nehme es mal auf. 120 Sekunden. Besser wahrnehmbar für die Dinosaurier. Was eigentlich ja zu meinem Nachteil wäre. Okay, das ist nicht schlecht. Nehme ich mal mit, passt. Männlicher Triceratops. Sagen, der gesessen. Nee, das ist auch Triceratops. Kilogramm. Das ist natürlich auch nie verkehrt. Und da haben wir noch einen Triceratops. Ah, hier sind ja etliche wieder in der Gegend. Gott sei Dank. Immerhin haben wir dann, falls hier kein T-Rex auftaucht, dann immer noch Triceratops. Die wir abknallen können. Da vorne sind zwei. Aber ich werde trotzdem mal zur Basis gehen, gucken, was da an Ausrüstung drin ist. Und dann einfach mal ein bisschen ringsherum laufen hier. In der Hoffnung, dass ich die T-Rex hier doch noch irgendwie sehe. Aber hier in der Gegend scheint der überhaupt nicht zu sein, irgendwie. Bisschen seltsam. Manchmal stehen die auch einfach auf der Basis herum. Kommt auch vor. Ah, T-Rex-Grummeln. Wer sagt's denn? Jetzt ist natürlich die Möglichkeit, dass es ein anderer T-Rex wieder ist. Das heißt, er wird wahrscheinlich nicht nach einem Schuss umfallen. Und wenn ja, dann ist er das gewesen. Und wenn er jetzt nicht umfällt, dann wissen wir, okay, das ist schwer neuer. So, wo haben wir die Kisten alle? Die sind alle da drüben. Okay. Einen haben wir da. Nochmal 10 Schuss Munition. Mensch, das habe ich schon... 30 Schuss dafür. Und nochmal 5 Schuss. Was packe ich denn jetzt weg? Reicht das mit den Handschuhen? Mal gucken, ob das reicht. Ja, okay, es reicht. Dann nehmen wir halt noch ein bisschen die Munition mit. Und wir setzen uns hier einen Droppackner. Jawohl. Einfach mal, um nur mal sicher zu gehen. Und dann gehen wir mal gucken, was das für ein T-Rex ist. Kleiner, großer, mittlerer. Kommt hierher. Der kommt hierher. Warum auch immer. Hallo. Der läuft direkt schon wieder dagegen. Das gibt's ja gar nicht. Rückzug. Taktischer Rückzug. Und der kommt schon angerannt. Ey, 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 ey. Das könnte der sein, ja. Der sieht größer aus.
gerade mit der falschen Munition, sehe ich gerade. Das waren da gerade die Posten. Ist er nicht umgefallen. Na. Ich dachte schon, er wollte jetzt direkt auf mich mal lospreschen. Jetzt hat er zu wenig Lebensenergie. Ja. 1 bis 14. Ah, jetzt haut er ab. Ganz toll. Oh, Mann. Warum muss das Spiel so kompliziert sein? Also mehr als vorne in die Brust schießen, da wo das Herz ist, das kann ich auch nicht. Also wenn da nicht eine Kugel von denen, die ich verschossen habe, gerade nicht mal trifft, also... Also zumindest keinen kritischen Treffer macht, das kann nicht sein. Jetzt muss ich dem hinterher rennen. Mit meinen Shotguns auf die Entfernung, naja. Kann man ja knicken. Vielleicht fällt er ja einfach auch nur um oder so. Hätte ich vielleicht doch nochmal draufschießen sollen, einfach, aber ich wollte den eigentlich mit weniger Schuss erledigen, nicht mit irgendwie Kamikaze-Kill-Aktion hier wieder. Nehmen wir halt den. Zwar kein T-Rex, aber egal. Ja, Mann, das ist wieder blöde. Jetzt rennt der wieder ewig weit weg, der T-Rex, und ich krieg den einfach nicht abgeknallt. Das ist halt das Problem, wenn die so ein bisschen, ja, 15% Lebensenergie haben oder so, dann flüchten die einfach und rennen und rennen und rennen. Man hat keine Chance, irgendwie hinterher zu kommen. Weil man ja nur begrenzte Stamina-Ausdauer hat. Ah, okay, da vorne ist er irgendwo. Immerhin. Zack, ab mit den Nick. Tot. Hast du davon? Edge Badge. So, T-Rex. Jetzt müsste ich da noch ein paar Mal drauf schießen, bevor der Rex umfährt irgendwie. Von hinten macht sich das natürlich sehr gut, weil ich da gar keine kritischen Organe treffen kann. Ja.
Macht Laune. Vielleicht haben wir ja Glück. Tja, wo ist der T-Rex hin? Ach, ja, das ist, ja. Da. Hab doch das im Gefühl, dass es hier in der Gegend sein muss. Hoffentlich bleibt er mal stehen, dass ich mir auf ihn nochmal schießen kann. Ah, okay, dann ist er. Es läuft ja schon wieder weiter. Guckt euch das an. Der läuft schon wieder einfach weiter. Ich komme nicht mal in die Nähe von ihm. Es nervt. Ja, die T-Rex mal so einfach zu erlegen werden, aber nö. Manchmal backen die so blöd rum. Es läuft ja die ganze Küste da lang. Also... Das war eigentlich jetzt nicht so geplant, dass ich dem jetzt die ganze Zeit hinterherlaufe. Ach, nee. So. Genieß noch mal ein bisschen die Standkulisse. Ich stelle uns hier noch einen Liegestuhl hin und ein Sonnenschirmchen. Und eine Pina Colada. Problem ist halt, ich komme einfach nicht ran mit den Waffen. Auf die Entfernung, der läuft immer dann ganz schnell wieder weiter. Ja, jetzt läuft er schon wieder da total. Okay. Ein T-Rex, der läuft über Wasser. Auch nicht schlecht. Der einzige Vorteil ist, man könnte ihn vielleicht irgendwo in eine Enge jagen. Dann in eine bestimmte Richtung läuft und dass er dann nicht weitergeht. Aber der ist so schnell, ich komme da gar nicht hinterher. Guckt euch das an, der ist irgendwo da hinten. Eben war der noch da. Also ich glaube, das wird nichts mehr mit dem, aber... Vielleicht vorne an der Küste, wo er dann irgendwo nicht mehr weiterkommt. Mal sehen. Da kann er ja nur noch links und rechts laufen. Vielleicht kann ich ihn da nochmal abfangen. Ja, da vorne wird es dann nämlich ein bisschen eng für ihn. Spur. Und da vorne rennt er an mich. So. Jetzt weiß er nicht mehr wohin. Das heißt, früher oder später müsste er uns dann einfach wieder über den Weg laufen. Noch den finalen Schuss dann setzen und hoffen, dass er nun endlich mal umfällt. Habe ich auch lange nicht mehr gehabt, sowas. Jetzt läuft der wieder da lang. Meine Fresse.
eine Lokomotive, die nicht aufhört zu rennen. Unfassbar. Er ist tot. Endlich ist er tot. Meine Güte. Es soll eine Nervensäge, ja? Ach, warte mal. Ich sehe gerade, das ist ja so ein Battleworn gewesen. Ein Battleworn T-Rex. Ja, ganz offensichtlich. Ist einer der besonderen. Jetzt müsste ich ja dann... 22 Treffer, ja, hallo. Einmal Herz nur getroffen? Nur die Lungen? Never. Never ever. Oh Mann. Machen wir noch ein schönes Foto mit dem. Wenn die Kamera uns mal noch lassen würde. Nehmen wir das, ist, besser geht's halt nicht. Okay. T-Rex weg. So, und es war ja ein Weibchen. So, und wir haben hier keine Kiste bekommen. Denn eigentlich hätte der eine Kiste droppen müssen mit einem Sandland. Das heißt also, das funktioniert in dem Spiel auch nicht mehr. Das hatte ich letztens nämlich schon mal gehabt. Dachte erst, es wäre ein Männchen gewesen. Aber es war ein weiblicher Battleworn-Rex. Na gut. Immerhin T-Rex tot. Wir haben es geschafft. Und damit würde ich sagen, beende ich mal die Folge, denn die ist schon ein bisschen zu lang geworden. Aufgrund dessen, weil der T-Rex weggerannt ist. Bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, die Folge. Wenn nicht, lasst einen Daumen nach unten da. Wenn ihr kein Abo habt von dem Kanal habt, dann würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wie heißt, Jagd auf den Saurier mit dem Extremwirt.